Hallo, meine Damen und die, die nachlaufen oder auch andersherum. Willkommen zu einem Let's Play Together, meinem ersten Let's Play Together mit Matze! Matze, irgendeine Zahl noch dazu, irgendwas. Matze Matze 4711, ja. Und zwar ein Spiel von Disney und von Capcom. Was könnte es wohl sein? Es hat was mit Mäusen zu tun. So viel sage ich schon mal im Voraus. mein Gott, Mäuse. The Great Circus Mystery, starring Mickey and Minnie. Okay, dann gehen wir auch gleich mal zu den Optionen. Difficult. Nehmen wir einfach. Achso, halten, schießen ist bei dir Y. Das dürfte der D-Button sein. Also. Springen ist bei dir S und wechseln ist A. Und bei mir ist es so. Und das ist. Was ist nun? Ja. Also gut. Wie möchtest du es denn jetzt haben, Matze? Halten und so. Ist A, springen hätte ich gesagt, machen wir B und wechseln ist dann Y. Jo. Aber lassen wir jetzt so. Gut. Gut. Alles eingestellt. Und dann starten wir mit zwei Spielern. Würde ich auch mal sagen. Eines feinen Tages, Mickey und Minnie erreichten das Ende einer Stadt. Sieh, Minnie, Zirkus. Ach so, du bist der ja Mickey. Hurra, wir haben es geschafft. Oh, Danke. ich hoffe. Wir haben sehr viel Spaß. Wir vermissen unseren Spaß nicht. Ich hasse Englisch. Es tut mir leid, dass ich dich so spät abgeholt habe diesen Morgen. Ich habe verschlafen. Ja, das ist klar, dass du verschlafen hast. Gewiss. Das ist schon gut, Mickey. Nun ist jeder hier. Nun ist jeder schon hier so. Hast du sie gesehen? Das war laut. Da ist Goofy. Wo? Goofy! Wuff, Das wuff, Hintergrundgeräusch möchte ich kurz entschuldigen. Das war ein freier Fall von einer Fernbedienung. Juhu, Goofy. Mickey, Minnie, it's Rund, it's Shambles, it's. Oh mein Gott, Goofy, ich weiß, dass wir spät sind, aber es ist noch nicht alle Tage Abend. Aber der Zirkus ist. Jeder in den seltenen wird topsy-turvy. Ich habe keine Ahnung, was es auf Deutsch heißt. Und jeder ging. Hey, vielleicht haben wir uns verloren. Wo geht Goofy hin? Ich glaube, er muss sich selbst finden. Das ist merkwürdig. Was passiert mit dem Zirkus? Frag mich nicht. Gute Frage, Minnie. Komm schon, lass es uns herausfinden. Mein Gott, ist er grau. Und Donald und Pluto auch. Oh, ich hoffe, es geht ihnen gut. Nun gut, nun zur Charakterauswahl. Spieler 1, welches ich bin, ist die weibliche Hauptrolle. Und der kleine Matze hier rechts neben mir ist der männliche. Obwohl ich es manchmal stark bezweifle. Ja, wer hat von uns eine pinke PSP? Boing. Boing. Haha. Glaube ich nicht. Naja. Ich hasse dieses Game. Das Game ist echt aufregend. Es kommt noch. Wenn wir erstmal unsere. Vorsicht! Das musste ja kommen. Ja, typisch. Muss doch aufpassen. Na los, komm jetzt. Ja, du bist Togo. Genau so. Boing. Boing. Das Game ist funny. Was für eine Pfanne? Das Game ist funny.
kann schwimmen. Ja, ich hoffe, du schwimmst doch mal. Boing. Die, oh nein, die Viecher sind hässlich. Genau deswegen. Haha. Moment. Moment. Boing. Und der erste Endgegner. Mein Gott. Ein Wolf. Oder ein Fuchs. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Feuerjongleur. Na, so kann man's. Boing. Und? Ja, immer auf die Kleinen. Versuch nicht nochmal zu sterben. Das tut dir nicht gut. Und das nenne ich mal ein Doppel-K.O. Ich bin gut. Ich weiß. Zu gut für dieses Game. Nun der zweite Abschnitt des ersten Levels. Wir müssen nach rechts. Lässt sich sogar von Affen bewerfen. Das ist peinlich, Matze. Das ist peinlich. Das ist doch nicht peinlich. Das ist peinlich. Oh, da ist jemand. Das ist Donald. Mein Gott, das ist nicht Donald. Das ist Donald. Okay, ist das ist ah, guck mal, was ich gefunden habe. Oh mein Gott, Donald, du bist sehr gruselig. Habe ich das schon mal zur Notiz gesagt? Irgendwas sortieren hier. Ja, diese Boxen waren voll. Schade, dass ich nur dieses Outfit gefunden habe. Möchtet ihr es haben? Ja, schade. Aber du kannst es uns ja geben. Wir suchen sowieso nach Hinweisen über den Zirkus. Vielleicht finde ich ja welche. Was können wir jetzt so? Wir können Staubsaugen! Wie viel? Ah, wir haben da unten eine Leiste. Wenn die leer ist, dann... Es lädt sich nicht auf. Ich dachte mal, es lädt sich auf nach einer Weile. Ist ja überall. Na, ist klar, dass du dich dann noch treffen lässt. Hallo? Habe ich das Spiel auf Extrem gestellt oder was? Es gibt noch nicht mal einen Extrem-Modus. Und jetzt müssen wir hier hoch. Typisch, Ronny schafft alles. Achso. Ich möchte mich wieder umziehen. Wo geht denn das? Mit L und R tust du auswählen und dann mit bei dir D auf der Taste tust du dann. Ach, ist mir schon egal. Also hier so und dann D. Ihr müsst wissen, Matze spielt mit Tastatur. Ich nicht. Mein Gott, Ronny ist ein Pro-Gamer. Ja, ich game immer Pro. Ich bin nur so eher der 4-Story-Zocker. Was für ein Zeug? 4-Story. 5-Story. 4-Story. Kenn ich nicht, ich kenne nur 5-Story. 4-Story ist ein Pro-Gamer-Zocker. Nein, ist es nicht, aber trotzdem bin ich der Pro-Gamer. Na, wenn du meinst. Wow, gut. Yeah, ich bin schon gut. Und du fällst doch zweimal in die gleiche. Ich bin ein bisschen der, die ins Game. Ja, deswegen bist du auch schon Game Over. Ja, typisch. Naja. Das Let's Player auch nicht. So wie Ronny. Ich ja auch nicht. Ja. Oh mein Gott, ich bin Ronny. Na. Was ist das für Viecher? Schädelrammler. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Ein Witzel. Nein. Oh, ein extra Leben. Yay, ich bin so gut, ich bin so toll, von mir kriege ich nie die Nase voll. Yay. Oh mein Gott, ich hätte das nicht gerne. So wie du jeden Morgen, ne? Ah, jetzt erzähl. Okay. Wie halten deine Lehrer dich besonders? Meine Lehrer mochten mich immer. Und ich mochte die Lehrer. Ich ging gern zur Schule.
dich nicht. Nein, ja, das war klar. Hey, du kannst wieder mitmachen. Ach, ja, wir brauchen den Staubsauger jetzt. Aber ich will erstmal hier die Blöcke wegmachen. Okay, ein Ball. Und da ist schon unser Gegners Augen. Aha, das ist ja. Ich hab ein Auge. Da. Na, ich hatte den irgendwie leichter in Erinnerung. Da. Irgendwie triffst du den immer nur. Ja, aber ich komme schneller ab als du. Da. Tschüss. Du musst ja da auch mal rausgehen, ne? Ein Leben. Los, der hat doch kaum noch Haare auf dem Kopf. Und trotzdem lassen wir uns treffen. Ey, ich hab dich getroffen. Das weiß ich ganz genau. Ich war dabei. Wie kann ich denn jetzt? Auf und drauf springen. Der hat keine Haare mehr, das heißt keine Verteidigung mehr. Und wir haben ihn erledigt. Beziehungsweise, du hast die Münzen gesammelt. Dann hinten ausgespuckt, ich habe sie eingesammelt. Und besiegt habe ich ihn. Und ich bin am meisten direkt. Yay, und wir sind im nächsten Level. Level 2, der Dschungel. Und da kriegen wir unser zweites Kostüm her. Was denn? Gleich am Anfang. Na, ich würde sagen, das Kostüm noch und... Yeah, das sieht von echt aus. Buh, hast du dich erschrocken? Wir sind Geister, so schnell kann ich nicht übersetzen. wir haben Pluto gefunden. Der gab uns diese Safari-Ausrüstung hier für euch. Kein Geld leider für euch, aber trotzdem, das wird ausreichen. Mann, seht ihr lesbisch aus. Haben wir das Spiel nicht schon mal gespielt? Gespielt vielleicht, aber noch nie Let's Played. Okay, und an dieser Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Part und ciao.